Hallo und herzlich willkommen zum kleinen Einblick in den Pflasterkoffer. Ich bin Franziska Frosch und ich habe mein Unternehmen 2010 gegründet, habe die Tasche entwickelt, zu der ich gleich noch ein paar Worte sage, und habe angefangen, die 2011 im Online-Shop zu vertreiben. Bevor ich jetzt in die einzelnen, wie Lucian sagte, unsere Marketing-Versuche gehe, möchte ich mal ganz kurz noch das Produkt beschreiben und auch unser Sortiment, weil ich denke, dass manche Dinge für uns funktioniert oder nicht funktioniert haben, auch aufgrund des Produktes. Der Pflasterkoffer ist eine Medikamententasche, das ist ein flexibles Taschensystem, das aus unterschiedlichen Taschen besteht und soll letztendlich einen Medikamentenschrank für unterwegs und zu Hause darstellen. Das Besondere an ihm ist, dass man ihn wirklich komplett individuell zusammenstellen kann, er einfach auseinander und zusammensteckbar ist und alles seinen Platz hat, es soll alles sehr aufgeräumt sein, man soll es im Notfall schnell finden und ist ein ausgeklügeltes System. Wir haben am Anfang gestartet nur für Familien, ganz speziell abgestimmt auf Familien, weil wir sehr scharf anfangen wollten, um uns nicht zu verzetteln. Wir hatten ein kleines, wirklich fokussiertes Sortiment mit dem Pflasterkoffer, gefüllten und ungefüllten Pflasterkoffern, genauso wie mit ein paar Produkten zum Thema Sicherheit für Familien und auch die ersten sanften Hälfter, worunter ich jetzt so leichte Medikamente und natürliche Hausmittel, würde ich jetzt mal sagen, verstehe. Das hat sich mittlerweile erweitert und zwar massiv erweitert, was natürlich auch sich wiedergespiegelt hat letztendlich im Wachstum bei uns. Die gefüllten Pakete sind sehr gut angenommen worden. Das heißt, wir bieten jetzt ganz viele Pakete an, auch für ganz unterschiedliche Gruppen, nicht mehr nur noch für Familien, sondern auch für Sportler, für Reiter, für Hundebesitzer. Also wir haben da wirklich ein breites Sortiment mittlerweile und bieten auch, ich habe es jetzt Kurse genannt, weil Erste-Hilfe-Kurse trifft es nicht hundertprozentig. Es ist ein bisschen ein Kurs der anderen Art im Gelände, wie man sieht, mit realistischer Unfalldarstellung, bieten wir mittlerweile auch an. Und wir haben das Feld für Geschenke, speziell für Firmenkunden, mit aufgenommen, wo eben Firmen individualisierte Mitarbeitergeschenke von uns kaufen, wobei das der einzige Bereich ist, der komplett offline im Moment noch funktioniert. Zu unserem Marketingmix, wir haben in den 3 Jahren sehr, sehr viel mittlerweile schon gemacht. 2 Bereiche sind offline, der Rest ist alles online und ich werde jetzt jeden Punkt kurz durchgehen. Angefangen mit den Messen. Bei den Messen sind wir haben 1 Jahr lang, waren wir massiv auf Messen vertreten, was wir mittlerweile nicht mehr machen, weil es uns einfach zu kostenintensiv ist, es ist zu aufwendig. Man ist weg, man braucht meistens noch mehr Personen, was wir im Moment überhaupt nicht stemmen können. Und selbst dann ist es echt schwierig, auf den großen Messen mit einem Stand von 2x2 Meter oder 3x3 Meter überhaupt aufzufallen, wenn neben einem 200, 250 Quadratmeter sind. Und würde ich jetzt sagen, ist gut, wenn man halt so unbekannt ist wie wir, weil man macht sich ein bisschen den Namen. Aber wir konnten es uns jetzt einfach vom Organisatorischen und auch vom Finanziellen her überhaupt nicht mehr leisten. Der 2. Teil war Print. Da haben wir gleich am Anfang einen Versuch gestartet und jetzt auch wieder, vor allem hier im Nürnberger Raum, schon seit längerem. Finde ich aber auch gegenüber dem, was gleich noch kommt, nicht ganz so glücklich für uns als Startup, weil wir... es ist sehr schwerfällig. Ich kann zwar, wenn ich gute Tools dafür habe, dennoch tracken, was darüber zurückkommt, aber die Anzeige ist geschaltet, das Geld ist weg und danach kann ich erst gucken, wie ich das verbessern kann. Und man sieht hier mal so 3 von unseren Beispielen, wie wir das immer weiterentwickelt haben. Jetzt komme ich aber auch nicht aus dem Bereich, eine Werbeanzeige zu gestalten. Deswegen ist es für mich natürlich auch schwierig, gleich den ersten richtigen Schuss zu treffen. Zum Content-Marketing, wir haben einen Blog, genauso wie eine Facebook-Fan-Seite, haben die beide auch sehr eng aneinander gekoppelt. Finde ich persönlich ein sensationelles Tool für uns, weil es kostet uns relativ wenig Geld, es kostet uns Zeit, aber jetzt keine finanziellen Ressourcen werden da von uns drin gebunden. Was ich aber auch gemerkt habe, ist, man muss es kontinuierlich weiterführen. Das muss eingeplant sein, weil nicht immer erlaubt es die Zeit, dass das passiert.
Und wenn man halt wirklich länger aussetzt, dann verliert man zu viel von dem, was man da aufgebaut hat. Also in Zukunft werde ich mich sicherlich mehr auf die Facebook-Seite konzentrieren, weil da kann ich schneller Inhalt reinbringen, als jetzt jedes Mal gleich einen ganzen Blogbericht. Online-Werbung ist im Gegensatz zu der anderen Print-Werbung für uns sehr, sehr gut gelaufen. Vor allem bei Facebook haben wir damit wirklich gute Erfolge gehabt, weil wir einfach direkt ausprobieren konnten, was ist, hat funktioniert, was nicht, und konnten uns dann wirklich auf die Dinge konzentrieren, die funktioniert haben. Also ist halt nicht ganz so nachhaltig, wenn man gleich wieder aufhört. Aber wir haben da sehr gute Ergebnisse gehabt, weil wir es einfach schnell analysieren konnten. Wir konnten flexibel oder konnten unheimlich schnell eingreifen, wenn was nicht so funktionierte, ohne dass gleich das ganze Budget vergeben war. Google Bildsuche und Ads ist für uns auch ein wichtiger Punkt. Vor allem die Bildsuche, darüber kommen einige Bestellungen, Kunden immer wieder drauf, und das ist für uns auch letztendlich, ist halt pflegeintensiv, also ist ähnlich wie bei Google bei der normalen Suche auch. Insofern ja, muss man da stetig dranbleiben, aber das ist halt etwas, was dann auch bleibt oder mindestens für eine Zeit lang bleibt und hat für uns auf jeden Fall einigen Zuwachs gebracht. Dann haben wir das E-Mail-Marketing, das ja, ging am Anfang sehr schleppend los, war ein ähnliches Problem wie das Zeitproblem. Man muss halt auch den Inhalt schreiben und die Dinge zusammenstellen. Ein ähnliches Problem ist natürlich auch die Beschaffung von Adressen. Wir haben da verschiedene Dinge versucht. Ansonsten, wenn wir jetzt die Adressen oder mittlerweile einen Stamm haben und das natürlich auch wollen, immer weiter ausbauen wollen, ist es einfach ein sensationelles Tool, weil man es vorplanen kann. Wenn man Zeit hat, macht man halt die Newsletter fertig, sie werden getaktet rausgeschickt und man kann die Kunden wirklich direkt ansprechen zu einem Thema oder ja, zu einem Event oder sonst andere Themen. Affiliate Marketing ist auch noch was, was wir relativ früh schon gemacht haben, wo ich mir sehr viel von versprochen hatte aufgrund von der Reichweite, weil unser größtes Problem war natürlich überhaupt erstmal die Besucher auf die Seite zu kriegen. Muss ich fairerweise sagen, ist für uns nicht so gut aufgegangen, weil wir hatten zwar riesen Besucherströme auf der Seite, aber es waren halt nicht Leute, die oder Kunden, potenzielle Kunden für uns. Muss man sicherlich mit einer ganz speziellen Strategie reingehen. Ich habe im Moment dann auch noch ein ganz anderes Problem, dass da halt was nicht ganz korrekt gelaufen ist von einem Affiliate, und das bedeutet für mich, dass ich eventuell abgestraft werde von Google, was halt für mich ein Riesenproblem ist, und das, über sowas hatte ich vorher einfach nicht nachgedacht, muss ich gestehen. Also Affiliate ist sicherlich was, was wir in Zukunft entweder genauer angehen müssen oder uns überlegen müssen, wie wir damit weitermachen und eben erstmal das Problem jetzt für uns beheben. Ja, das führt mich eigentlich zu dem letzten Punkt, dass wir uns weiterhin auf die Online, vor allem Werbung, Facebook-Seite und die Google Ads und Google Bilder im Moment konzentrieren, weil das für uns wirklich am besten aufgegangen ist. Content Marketing Blog ist noch so ein bisschen ein offener Punkt, wie damit weiterverfahren wird. Messen und Print ist erstmal on hold und Affiliate Marketing eben muss geklärt werden. Ja, dann wäre ich soweit von meiner Seite durch, wenn irgendwelche Fragen sind. Weiß ja nicht.